Dienstagabend, 20 Uhr. Die Hockeyjungs der TG Frankenthal bereiten sich aufs Wochenende vor. Es warten echte Mammutaufgaben. Als erstes der amtierende deutsche Meister, der MHC. Danach Platz 2 der vergangenen Saison, der TSV Mannheim. Nach wie vor beide Top-Teams. Der MHC vielleicht momentan ein bisschen geschwächt, dadurch auch viele Nationalspieler weg sind. Aber ich denke, die sind immer noch brandgefährlich. Am Wochenende auch gezeigt mit dem Unentschieden gegen TSV, was sie können. TSV für mich nach wie vor mit einer der besten Mannschaften. Dementsprechend, da hängen die Früchte sehr, sehr hoch. Aber wir wollen es wie immer teuer verkaufen und wenig Gegentore bekommen. Das mit den Gegentoren ist in der Tat ein Problem. In den vergangenen beiden Spielen kassiert die TG insgesamt 17, macht dann in der Tabelle Platz 5. Grund dafür sind unter anderem die vielen Krankheitsfälle der Frankenthaler. Wenn es um die eigene Torausbeute geht, sind 16 auch nicht gerade viel. Präzise gesagt, es sind die wenigsten der Liga. Schuld daran auch Krankheitsfälle? Nee, definitiv. Seit Jahren schon eine Schwäche von uns. Wir haben da eine gewisse Problematik, weil wir einfach in der Vorwärtsbewegung zu viele Bälle verlieren. Führt dazu, dass wir einfach wenig im Kreis sind und wenig Tore schießen. Besser werden soll es am Freitag, leichter aber nicht. Die Frankenthaler reisen nach Mannheim zum amtierenden deutschen Meister, dem MHC. Für Ludovico Melideo keine weite Reise. Der 24-Jährige kommt aus der Quadratestadt und hat nicht nur deshalb ein besonderes Duell vor sich. Viele gute Freunde beim MHC auch noch meinerseits dabei, auch beim TSV den einen oder anderen guten Freund, weil man sich einfach irgendwie durch die Jugend kannte und immer wieder gegeneinander gespielt hat, zusammengespielt hat, trainiert hat. Und genau, also ich wohne auch selbst in Mannheim und auch tatsächlich im gleichen Haus ist da der ein oder andere Gegner zu finden. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Nachbarschaftsduell also. Aber auch wenn man sich privat gut versteht, auf dem Feld muss das natürlich Nebensache sein. Es geht nur ums Gewinnen. Wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet und ich schätze mal, nach dem Spiel wird es ja zusammengesetzt und einer hat Bier getrunken. Aber während des Spiels und davor ist ja, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Abstand, weil man auch gerne, vor allem, ich glaube, auch im Männerbereich oder unter Jungs, dass sich gerne provoziert oder stichelt. Zumindest nach der Tabelle ist für die TG Frankenthal auch noch alles möglich. Der MHC ist gerade mal einen Platz vor ihnen. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass man sagen muss, okay, wir sind jetzt Vorletzter, die Saison ist abgeschrieben, deswegen noch viele wichtige Spiele, alle haben Bock. Weniger Gegentore und mehr eigene Tore wären trotzdem hilfreich. Bock haben ja wenigstens alle.